Hörsaal hier abgerissen. Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Grundzüge des Handelsrechts bei mir. Wir befinden uns immer noch beim Thema 7, Kaufleute und Kaufrecht. Wenn Sie unsere Gliederung sehen, haben wir Punkt 3a bis 3b abgehandelt und befinden uns demnach hier bei Punkt 3c. Es geht um Annahmeverzug. Annahmeverzug kennen Sie alle noch aus dem BGB 293 folgende. Wir befinden uns aber nicht mehr im BGB, sondern wir machen HGB und da ist die entscheidende Norm 373. Und 373 HGB sagt, ist der Käufer mit der Annahme der Ware im Verzug, so kann der Verkäufer die Ware auf Gefahr und Kosten des Käufers in einem öffentlichen Lagerhaus oder sonst in sicherer Weise hinterlegen. Ja, das ist nicht so schwierig. Das kennen Sie aus dem BGB nicht. Aber die Idee ist, wenn Sie zum Beispiel Tiger haben. Ja, Sie haben Tiger und jemand hat die gekauft und holt die nicht ab. Dann können Sie diese Tiger in ein Lagerhaus geben, damit Sie die Tiger los sind, die Ihnen nicht Ihre Wohnung zerreißen oder den Fuß abnagen oder was auch immer die Tiger machen mögen. Das heißt, Sie dürfen die hinterlegen. Das ist relativ unspektakulär, das können Sie auch im BGB, dann würden Sie sagen, die Aufwendungen für die Verwahrung kriegen Sie ersetzt nach 304. Spannend wird es in Absatz 2. Er ist ferner befugt, nach vorgängiger Androhung die Ware öffentlich versteigern zu lassen. Er kann, wenn die Ware einen Börsen- oder Marktpreis hat, nach vorrangiger Androhung den Verkauf aus freier Hand durch einen zu solchen Verkäufen öffentlich ermächtigten Handelsmakler etc. bewirken. Ist die Ware dem Verderb ausgesetzt und Gefahr im Verzug, so bedarf es einer Androhung nicht. Dasselbe gilt, wenn die Androhung aus anderen Gründen untunlich ist. Damit ist gemeint, wenn Sie ein Lager haben mit Bananen und der Käufer holt die Bananen nicht ab, dann können Sie hingehen und die Bananen versteigern lassen und die Differenz zwischen dem, was der Käufer bezahlt und dem, was Sie bekommen haben, muss der Käufer erzahlen. Der Käufer kriegt also sozusagen einen Preisnachlass in Höhe dessen, was Sie durch die Auktion erhalten. Klar? Das dürfen Sie nach BGB nicht. Das dürfen Sie nur im HGB. Das heißt, der Verkäufer, der die Sache nicht lagern will, darf sie verkaufen. Und, wie hier unten steht, der Selbsthilfeverkauf erfolgt für Rechnung des säumigen Käufers. Das heißt, das Ganze wird zugunsten des Käufers angerechnet. Und wenn es weniger ist als der Kaufpreis, muss der Käufer die Differenz zahlen. Wenn es mehr ist als der Kaufpreis, kriegt der Käufer die Differenz ausgeschüttet. Sie sehen, so einfach ist das. Ja, der Käufer und der Verkäufer können bei der Auktion mitbieten. Das ist wenig revolutionär. Das heißt, der Verkäufer kann seine eigenen Bananen wieder ersteigern oder auch der Käufer. Ansonsten ist der Käufer zu benachrichtigen, wenn das nicht passiert, ist er zum Schadensersatz verpflichtet. Die Benachrichtigungen dürfen unterbleiben, wenn sie untunlich sind. Das heißt, wenn die Branche sagt, was brauchen wir nicht, dann kann man da auch drauf verzichten. So, Gläubigerverzug aus dem BGB kennen Sie. 294, tatsächliches Angebot. Der Verkäufer kommt beim Käufer vorbei und der Käufer sagt, ich nehme die Ware nicht an. Oder der Verkäufer verschickt die Ware per Paket und der Käufer sagt, Paketannahme wird verweigert, da geht das Paket wieder zurück an den Absender. 295 betrifft das wörtliche Angebot. Sie wissen auch, wörtliches Angebot heißt, hol es dir bitte ab, die Ware liegt bereit. Wenn eine Mitwirkungshandlung erforderlich ist, muss man informieren. Und 296, man muss gar nichts sagen, wenn schon ein Termin vereinbart ist, das kennen Sie auch aus 286 Absatz 2 Nummer 1. Und die Folgen nach BGB kennen Sie auch. 300 Absatz 1, die Haftungserleichterung.
Haftungserleichterung in dem Sinne, dass der Schuldner ab dem Moment, wo der Gläubiger am Annahmeverzug ist, nur noch für grobe Fahrlässigkeit haftet und Vorsatz. 300 Absatz 2 der Gefahrübergang, wenn noch keine Konkretisierung eingetreten ist, schuldet der Verkäufer nur die Sache, die er angeboten hat. Und 304 BGB, Ersatz von Mehraufwendungen, habe ich eben schon gesagt, wenn er halt Transportkosten hatte hin und zurück oder weitere Lagerkosten, muss die auch der Käufer ersetzen. Das ist BGB. Erinnern Sie sich? Letztes Semester. Dann HGB, habe ich schon gesagt, zwei Änderungen. Absatz 1 sagt Hinterlegung. Sie können es hinterlegen. Damit der Verkäufer nicht ewig Lagerhallen hat, kann er es irgendwo outsourcen. Und Selbsthilfeverkauf. Wenn selbst die Auslagerung zu teuer wird auf Dauer, kann er die versteigern lassen oder durch einen Makler verkaufen, im freihändigen Verkauf. Alles, wie gesagt, nichts Neues. Dann vorletzte Frage zu diesem Zusammenhang. Das Bild ist weg. Vielleicht kommt es wieder. Ja. Vorletzte Frage zu diesem Zusammenhang. Was gilt für Hinterlegung? Hinterlegung gibt es auch im BGB, nämlich in 372 folgende. Das ist sogar fast an der gleichen Stelle. 373 sind wir jetzt. 372 Hinterlegung im BGB. Was gilt für Hinterlegung im BGB? Erinnern Sie sich daran? Ja, in der Tat, nach 372 BGB darf ich nur Geld, Kostbarkeiten und Urkunden hinterlegen. Aber Bananen sind kein Geld, Bananen sind keine Urkunden und Bananen sind auch keine Kostbarkeiten, also nicht die Kostbarkeit der Tropen oder sowas, sondern Kostbarkeiten sind Sachen, die klein sind, aber viel wert sind. Briefmarken, Juwelen, Gold. Zweiter Unterschied ist, wo muss ich beim BGB hinterlegen? Kann ich einfach in einem Lager hinterlegen? Was meinen Sie? Wo hinterlegt man im BGB? Beim zuständigen Amtsgericht? Ja, beim zuständigen Amtsgericht nach dem Hinterlegungsgesetz Nordrhein-Westfalen. Hier im HGB können Sie jedes Lager nehmen, also jeder zuständige Lagerverwalter darf die Bananen aufbewahren. Und was ist die Rechtsfolge der Hinterlegung im BGB? Welche Wirkung hat die Hinterlegung? Erfüllung. Immer Erfüllung? Nicht unbedingt. Worauf kommt es an, ob die Hinterlegung nach BGB Erfüllungswirkung hat? Ja, sehen Sie, es ist alles wieder da. Es ist wie letztes Semester. Alle Sachen, die wir letztes Semester gemacht haben, machen wir wieder. Wann hat die Hinterlegung nach BGB Erfüllungswirkung? Ja. Ja, das ist fast richtig. Das ist die Voraussetzung für die Hinterlegung. Ich darf nicht hinterlegen, wenn ich selber schuld bin, dass ich nicht weiß, wen ich leisten muss, weil ich keine Lust habe, sondern ich darf nur hinterlegen, wenn ich die Person des Gläubigers nicht rausfinden kann oder sonstige Unsicherheiten in Person des Gläubigers auftreten oder der Gläubiger im Annahmeverzug ist. Das sind die drei Fallgruppen. Aber selbst dann hat die Hinterlegung keine Erfüllungswirkung, sondern es muss eine zusätzliche Aussage hinzutreten. Dass ich es nicht mehr zurücknehmen darf. Ja, ich muss dem Gericht gegenüber erklären, dass ich auf mein Rücknahmerecht verzichte. Das heißt, dass die Sache endgültig bei Gericht liegt. Nur dann habe ich Erfüllungswirkung. Jetzt die Testfrage, hat die Hinterlegung nach 373 Absatz 1 HGB auch Erfüllungswirkung? Das steht da nicht drin, aber können Sie sich jetzt denken. Hat das auch Erfüllungswirkung?
Ja, nein, vielleicht. Ja? Nein, warum nicht? Ja, weil es ja hier eine deutlich laxere Regelung ist. Mhm. Damit ist ja die harte Rechtsfolgung der Erfüllung gar nicht nötig. Ja, in der Tat, hier geht es um einen privatrechtlichen Vertrag zwischen dem Verkäufer und dem Lagerhalter. Und da ist es ja viel instabiler, als wenn einem Gericht gegenüber erklärt, er hört die Sache nicht zurück. Da kann es keine Erfüllungswirkung geben. Selbst wenn er auf den Rücknahmeanspruch verzichten sollte, nützt ihm das nichts. Das heißt, Hinterlegung nach HGB heißt einfach nur einlagern. Kann man jederzeit wieder zurückholen, völlig egal. Keine Auswirkung auf den Vertrag. So, zum Abschluss für diese spannende Sache mit dem Annahmeverzug noch ein kleiner Fall. Der Elektrohändler K bestellt beim Großhändler V 600 Glühbirnen für 360 Euro. Zur festgelegten Lieferzeit will K die Glühbirnen nicht annehmen, da sein Lager noch voll ist. V setzt ihm eine Frist von einer Woche mit der Androhung, nach fruchtlosem Ablauf der Frist über die Ware anderweitig zu verfügen. K rührt sich nicht, daraufhin versteigert V selbst die Glühbirnen öffentlich. E erhält den Zuschlag für 300 Euro. Wie ist die Rechtslage? Welchen Anspruch würden Sie jetzt prüfen, nach diesem dramatischen Sachverhalt? Ja? Ob K ihn V und Anspruch herausgabe der Sachen hat, dafür 33 Absatz 2. Absatz 2? Oder Absatz 1. Absatz 1, Satz 1. Der ist grundsätzlich entstanden mit dem Kaufabschluss. Das denke ich mal, ja. Aber er könnte untergegangen sein. Mhm. Wodurch? Ja? Durch die Möglichkeit nach 275, weil K, weil V die ja versteigert hat und damit nicht mehr Eigentümer der Glühbirnen ist. Dafür müsste es aber vorher natürlich konkretisiert worden sein. Ja, also in der Tat, der Anspruch könnte untergegangen sein nach 275 Absatz 1, wenn er sich auf die konkreten Glühbirnen beschränkte, denn V kann diese Glühbirnen nicht mehr verschaffen, die hat er nämlich hier an E übereignet. Das heißt, V hat die Glühbirnen nicht mehr, könnte nicht mehr erfüllen. Gibt es noch eine andere Variante? Wodurch könnte der Anspruch denn noch erloschen sein? Was könnte denn hier passiert sein? Durch Erfüllung, ja. Nicht durch die Hinterlegung, aber durch die Erfüllung. Was hat er nämlich getan, möglicherweise? Auf welcher Norm könnte er hier sozusagen wirksam statt Übereignung etwas anderes gemacht haben? Was könnte er hier statt Übergabe und Übereignung der Glühbirnen gemacht haben? Der Selbsthilfeverkauf. Ja, er könnte hier statt Übergabe und Übereignung an den K einen wirksamen Selbsthilfeverkauf durchgeführt haben, der zur Erfüllung führt, weil dann erlischt der Anspruch auf Übergabe und Übereignung. Nicht wegen Unmöglichkeit, sondern schlicht, weil an die Stelle tritt automatisch der Kaufpreis. Frage, hat er hier einen wirksamen Selbsthilfeverkauf nach 373 Absatz 2 HGB durchgeführt? Ja. Ja. Sowohl der Elektrohändler als auch der Großhändler Kaufmänner sind. Ja. Er müsste, der Käufer müsste sich im Annahmeverzug befunden haben. Ja. Wir haben ja ein tatsächliches Angebot, das K ablehnt, weil er möchte sie nicht entgegennehmen. Mhm. Damit haben wir einen Gläubigerverzug. Ferner bräuchten wir die vorherige Androhung, die haben wir auch, über die Ware anderweitig verfügen würde. Und auch eine Frist, die dann daraufhin abgelaufen ist. Und wir haben auch eine öffentliche Versteigerung, die Sie. Ja, also fangen wir mal damit an. Was hätte er denn nach 373 dem Käufer mitteilen müssen, bevor er versteigern darf? Dass er die Sache versteigern will.
dass er die Sache versteigern will. Gut, jetzt kann man sagen, er will anderweitig verfügen. Das kann man auslegen, das passt schon. Welche Angabe ist noch erforderlich nach 373 Absatz 5? Habe ich eben gesagt. Ja? Ja, okay. Also in der Tat, er hätte Ort und Zeit der Versteigerung angeben müssen. Hier hat er nur gesagt, ich werde anderweitig verfügen, das ist keine Angabe von Ort und Zeit, aber die Folge ist nur Schadensersatz. Fehlt vielleicht noch irgendwas? Sehen Sie vielleicht noch irgendein Problem, wenn Sie diesen 373 sich angucken? Wenn Sie den Absatz 2 angucken und das vergleichen mit dem, was hier passiert ist. Also das ist dieser Absatz 2. Und das ist das, was passiert ist. Ja? V versteigert hier selbst die Glühbirne. Ja, und wer hätte versteigern müssen? Wer versteigert denn hier? Da steht, er ist ferner befugt, öffentlich versteigern zu lassen. Wer versteigert denn sowas öffentlich? Kann jeder einfach mal so sagen, ich mache hier eine Versteigerung? Ich glaube, dafür gibt es halt extra festgelegte Personen, die das überhaupt dürfen, dafür so öffentlich zu versteigern. So ist es. Sie brauchen, das sehen Sie auch im folgenden Satz, eine zu solchen Verkäufen öffentlich ermächtigte Person. Also Sie sehen hier, eine zur öffentlichen Versteigerung befugte Person, das ist nicht etwa jedermann. Das heißt, er selber durfte nicht versteigern. Bei Absatz 5 haben wir die tolle Regelung, er muss Schadensersatz zahlen. Hier bei Absatz 2 haben wir keine Regelung. Was ist denn dann die Rechtsfolge, wenn er dagegen verstößt? Ja, wahrscheinlich ist er nicht erfüllt dadurch. Ja, in der Tat, die Voraussetzungen liegen nicht vor. Damit greift 373 nicht ein. Damit war ein Selbsthilfeverkauf unzulässig. Und damit kann er durch den Selbsthilfeverkauf seine Pflichten nicht erfüllen. Also kein 362. Aber jetzt kommen wir auf das zurück, was der Kollege eben gesagt hat. Was denn mit Unmöglichkeit? Geht Unmöglichkeit durch? Setzt voraus, ursprünglich war es mal eine Gattungsschuld. Denn es gibt auf der Welt mehr als 600 Glühbirnen. Also konnte er auch andere Glühbirnen liefern. Möglicherweise könnte hier aber Konkretisierung eingetreten sein. Dafür spricht, dass eine festgelegte Lieferzeit war. Und dass er offenbar geliefert hat, weil der andere nicht entgegennehmen will. Aber selbst wenn wir das nicht wissen, weil hier im Sachverhalt nichts drinsteht, ob er wirklich angeliefert hat. Durch Nahrungnahmeverzug wird er sowieso immer konkretisiert. Nach 300 Absatz 2 bewirkt der Annahmeverzug immer, dass die Gefahr übergeht. Also, wenn die Gefahr übergegangen ist, bedeutet das, dass im konkreten Fall hier er nur die Glühbirnen schuldete, die er hatte. Kann er diese Glühbirnen noch übergeben und übereignen? Eine hat sie ja schon versteigert. Ja, er hat sie schon versteigert an E. E ist der Eigentümer. Das heißt, nur noch E kann übereignen. Also kann V den Vertrag nicht mehr erfüllen. Also ist Unmöglichkeit. Also ist der Anspruch untergegangen. Wegen Unmöglichkeit. Ja. Und nun muss denn der K noch bezahlen? Kommt es darauf an, ob er ein Rücktrittsrecht hat? Der Anspruch des V gegen K auf Bezahlung ergibt sich woraus? 433 Absatz 2 BGB. Entstanden ist der Anspruch, aber wodurch könnte er untergegangen sein? Von der Rücktrittserklärung steht nicht im Sachverhalt. Wodurch kann also der Anspruch untergegangen sein, wenn keine Rücktrittserklärung vorliegt? Jetzt sagen Sie nicht durch Unmöglichkeit. Weil Geld wird nicht unmöglich. Was könnte es hier sein?
326, welcher Absatz? Raten Sie mal. Absatz 1, völlig richtig. 326, Absatz 1. Danach geht die Gegenleistung unter, wenn die Leistungspflicht nicht mehr besteht. Klingt auf den ersten Blick gut. Hat diese Regelung vielleicht auch Ausnahmen? 326. 326. Ja, in der Tat. Vorher noch. Ja. Absatz 2 sagt ja, dass Satz 1 nicht eingreift, wenn der vom Schuldner vertretene, nicht zu vertretene Wunschrat in der Zeit des Gläubigerverzugs stattfindet. Ja. Und hier haben wir einen Gläubigerverzug, also das ist schon mal denkbar, aber der Umstand, dass er nicht, dass es unmöglich ist, ist ja vertreten, nicht vertreten. Ja. In der Tat, 326 Absatz 2 gilt nur dann, wenn A, gläubiger Verzug und zusätzlich kein Vertreten müssen vorliegt. Also zwei Voraussetzungen, Annahmeverzug und kein Vertreten müssen. Wir haben auch nur einen davon, das heißt, das reicht nicht, das heißt, kein Fall von 326 Absatz 2. Also ist der Anspruch untergegangen nach 326.1, also muss der K auch nicht mehr bezahlen. Sie sehen den wesentlichen Unterschied, wenn der Selbsthilfeverkauf wirksam wäre, müsste er noch bezahlen, würde aber die 300 Euro kriegen, das heißt, er müsste 60 Euro noch bezahlen. Das könnte man verrechnen, 300 Euro bekommt K von V und V bekommt von K 360, macht 60 Euro. Sehen Sie den Unterschied? Gut. Dann kommen wir jetzt zu dem wichtigsten Thema. Wichtigstes Thema, jetzt müssen Sie aufpassen. Das kommt in Klausuren immer wieder dran. Wenn Sie das nicht können, dann wird Ihnen ganz schlecht ergehen. Alles andere, was Sie bisher gemacht haben, war gar nicht so wichtig. 377. Die Rügeobliegenheit. Setzt voraus einen beiderseitigen Handelskauf. Es müssen also Käufer und Verkäufer, Kaufleute sein. Setzt weiterhin voraus, dass die Sache mangelhaft ist. Und in der Folge setzt es voraus, dass rechtzeitig geprüft und rechtzeitig gerügt werden muss. Das Ganze ist extrem klausurrelevant und zwar an zwei Stellen. Zunächst mal ganz normal im Rahmen von 437 BGB. Wenn Sie prüfen, ob der Käufer gegen den Verkäufer Gewährleistungsansprüche hat, dann können Sie sagen, die Gewährleistungsansprüche könnten aber ausgeschlossen sein nach 377 Absatz 2 HGB. Die zweite Sache gucken wir uns gleich nochmal ganz am Ende an, im Rahmen von 478 folgende, wenn nämlich ein Verkäufer sich an seine Lieferanten wendet. Auch dann müssen Sie den 377 prüfen, und zwar auf jeder Stufe. Das ist ein bisschen wie im Sachenrecht. Sie prüfen dann vom Endverkäufer bis zum Hersteller die Kette rückwärts durch. Ich habe Ihnen hier ein Prüfungsschema aufgeschrieben. Beiderseitiger Handelskauf, Sachmangel, Ablieferung, Redlichkeit, Folgeobliegenheit. Testfrage. Warum Rügeobliegenheit und nicht Rügepflicht? Wo ist der Unterschied zwischen einer Obliegenheit und einer Pflicht? Ja? Obliegenheit ist eine Pflicht gegen mich selber. Also durch die Obliegenheit muss ich nicht machen, aber wenn ich es nicht mache, dann verliere ich dadurch eigene Rechte. Und wenn ich eine echte Pflicht verletze, dann habe ich natürlich Schaden, wenn ich richtig berechne. Ja, so ist es. Pflichtverletzungen führen nach 280 Absatz 1 BGB dazu, dass man Schadensersatz leisten muss. Obliegenheitsverletzungen führen nur dazu, dass man Rechte verliert, aber sie verpflichten nicht zum Schadensersatz. Hier, wenn Sie nicht rügen, müssen Sie nicht Schadensersatz zahlen, aber Sie haben keine Gewährleistungsrechte mehr. Sie verlieren also nur was, Sie begründen keine neuen Pflichten. Ja, Ablieferung ist ein bisschen anders als Zugang im Sinne des BGB. Es geht nicht um den Machtbereich,
sondern es geht darum, ab wann der Käufer prüfen kann. Das heißt, es geht um die konkrete Möglichkeit zur Überprüfung der Sache. Das ist auch anders als der Gefahrübergang, denn Sie erinnern sich, bei 447 Gefahrübergang tritt zum Beispiel ein mit Übergabe an die Transportperson. Da kann der Käufer aber noch nicht gucken, ob die Sache in Ordnung ist. Ablieferung taucht auch im BGB auf, nämlich im Rahmen von 438 bei Verjährungsbeginn. Ablieferung tritt auch immer nach jeder Nachbesserung oder Nachlieferung ein. Das heißt, wenn der einmal gerügt hat, es kommt ein Ersatz, muss er auch den Ersatz prüfen, ob der jetzt besser ist. Das liegt aber auf der Hand, weil sonst macht es keinen Sinn. Was ein Sachmangel ist, wissen Sie auch, das haben Sie nämlich letztes Semester gemacht, grundsätzlich die Abweichung der Ist- von der Sollbeschaffenheit bei Gefahrübergang, allerdings auch die fehlende Eignung zur vertraglichen Verwendung, wenn das alles nichts hilft, die fehlende übliche Verwendbarkeit oder gewöhnliche Beschaffenheit. Sie wissen auch, wir haben die fehlerhafte Montage, die fehlerhafte Montageanleitung, die zu wenig Lieferung und die Falschlieferung. All das ist nach 434 BGB ein Sachmangel und ist damit auch ein Sachmangel im Sinne von 377. Also ganz einfach. Sehen Sie, nichts Neues. Alles wie gehabt. Nochmal so eine Verdeutlichung. Kein Sachmangel ist, wenn gar nichts geliefert wird. Wenn nichts kommt, ist es auch kein Mangel. Das ist nämlich gar nichts. Nichts ist nichts. Kein Sachmangel ist die verspätete Lieferung. Wenn der einfach nicht liefert zum richtigen Zeitpunkt, ist das Verzug, aber es ist nicht eine mangelhafte Leistung. Kein Sachmangel ist auch die Verletzung von Rücksichtnahmepflichten. Wenn er auf das Paket böse, beleidigende Sachen draufschreibt oder Hakenkreuz auf die Verpackung malt, ist das kein Sachmangel. Das ist einfach nur blöd. Und ganz wichtig, Verstöße gegen das Deliktsrecht sind auch kein Sachmangel. Wenn Sie also es schaffen, dass irgendwie 823 greift, nützt Ihnen 377 HGB auch nichts. Wenn Sie also eine mangelhafte Ware haben, dann müssen Sie die untersuchen. Untersuchen bedeutet, Sie müssen das tun, was unter den konkreten Umständen zu erwarten ist. Das heißt, Sie müssen sich die Ware angucken. Wenn der Mangel offen ist, zum Beispiel, Sie haben ein Auto und die Scheiben sind eingeschlagen, dann wissen Sie, das sieht man auf einen Blick. Dann müssen Sie das unverzüglich nach der Ablieferung melden und sagen, die Scheiben sind eingeschlagen. Es gibt Mängel, die entdeckt man aber erst, wenn man es relativ gut untersucht. Zum Beispiel, wenn es um irgendwelche Motorschäden geht, dann müssen Sie das vielleicht auseinanderbauen und sich angucken. Dann müssen Sie diese Untersuchung unverzüglich vornehmen und dann nach Ende der Untersuchung unverzüglich sagen, wenn Sie den Mangel entdeckt haben. Und es gibt sogenannte verdeckte Mängel, die Sie auch bei einer Untersuchung nicht entdecken können. Der typische Fall ist, Sie haben 15.000 Konservendosen bestellt, haben eine Stichprobe gemacht, haben 5 Dosen aufgemacht, die waren alle toll. Dummerweise sind in 4.000 Dosen irgendwelche Würmer drin. Ja? Das wussten Sie aber nicht, weil Sie haben halt zufällig die richtige Stichprobe erwischt, wo alles noch okay war. Dann sagt Ihnen 377, müssen Sie rügen, sobald die Kunden bei Ihnen auflaufen und sagen, da sind Würmer drin. Vorher nicht. Wenn hier steht unverzüglich, bedeutet das dasselbe wie im BGBAT, das heißt ohne schuldhaftes Zögern. Es kommt also darauf an, wie viel Zögern ist Ihnen zumutbar. Wenn es um frische Gegenstände geht, Blumen, Obst, Gemüse, dann kann das eine Frist von ein paar Stunden sein. Wenn es um Ziegelsteine geht, kann die Frist länger sein, weil es eh nicht so wichtig ist, dass es eigentlich gemeldet wird. Und wenn es eine Maschine ist mit 1 Million kleinen Zahnrädern, dann kann man ihnen durchaus eine Prüfungspflicht von 3-4 Wochen zumuten, weil sie im konkreten Fall auch eine Weile brauchen, um zu gucken, ob es alles funktioniert. Ja, unproblematisch müssen Sie bei der Untersuchung auch die Ware stichprobenmäßig öffnen. Also wenn Sie wirklich 10.000 Konservendosen haben, müssen Sie stichprobenmäßig ein paar aufmachen. Sie können nicht sagen, ich vertraue darauf, dass alle okay sind.
Wenn Sie Tiefkühlfleisch kaufen, müssen Sie es gegebenenfalls auftauen, um dran zu riechen, ob es vergammelt ist. Also, Sie sehen, das ist alles sehr schwierig. Es gilt aber auch der Grundsatz, wenn Sie besondere Markenartikel verkaufen, die Leute in Originalverpackung kaufen wollen, sagen wir ein iPhone oder sowas, dann müssen Sie natürlich das iPhone original verpackt lassen. Denn wenn Sie es ausgepackt haben, will es ja keiner mehr haben. Oder wenn Sie einen Neuwagen kaufen, müssen Sie keine große Tour durch Deutschland fahren, bevor Sie ihn weiterverkaufen dürfen, weil dann ist es kein Neuwagen mehr. Also Sie sehen, was untersucht werden muss und wie untersucht werden muss, hängt ganz vom Einzelfall ab. Sie müssen sich also fragen, was würde ein vernünftiger Händler tun, bevor er diese Sache weiter an seine Kunden gibt? Wir können ihm keine Maßnahmen zumuten, den Wert erheblich mindern. Ja, dann kennen Sie noch das Problem, jemand bestellt 10.000 Dosen Tomatensuppe und er kriegt 15.000 Dosen Tomatensuppe geliefert. Nun, wer die nicht genau nachgezählt hat, kann es sein, dass ihm das entgangen ist, denn so tausende von Dosen Tomatensoße sind halt schwer zu zählen. Dann ist die Frage, was gilt dann? Es gibt zwei Varianten. Wenn es so auf die Menge gar nicht ankam und er sagt, ach, ein paar tausend mehr ist auch okay, dann kann das eine konkludente Vertragserweiterung sein. Wenn er sagt, liefer mal irgendwas, was du hast und wir zählen hinterher ab, ist es eine Erweiterung des Vertrages, kein Problem. In allen anderen Fällen gibt es keinen Rechtsgrund für die zu viel gelieferten Tomatendosen und die muss er halt wieder zurückgeben. Nach Bereicherungsrecht. Ja? Wenig spektakulär. Umstritten ist die Frage, was gilt, wenn eine Sache geliefert wird, die mehr wert ist als die eigentlich geschuldete. Da gibt es verschiedenste Meinungen, die wir nicht im Detail beherrschen müssen. Es gibt die einfachste Meinung, das ist die herrschende Meinung, die sagt, 434 Absatz 3 BGB gilt nur für die Lieferung einer schlechteren Sache. Wenn Sie also eigentlich Schrott haben wollten und kriegen jetzt doch noch gebrauchbare Sachen, dann haben Sie Pech gehabt und müssen den Schrott wieder zurückgeben, denn der Kaufvertrag verpflichtet eben nicht zur Lieferung von brauchbaren Sachen. Die zweite Ansicht sagt, Sie können die dingliche Einigung anfechten, wegen Irrtums. Sie wollten sozusagen eine andere Sache übereignen, nämlich so wenig wie möglich. Die dritte Meinung sagt, Sie können die Erfüllung als Vertrag anfechten. Sie erinnern sich, es gibt bei dieser Erfüllungstheorien, wo manche Leute sagen, Erfüllung ist kein Realakt, sondern ist ein eigener Vertrag. Und die sagen, den können Sie anfechten. Und es gibt die dritten Leute, die sagen, in dem Moment, wo er Ihnen was Höherwertiges anbietet, ist es ein konkludenter Angebot auf eine Vertragsänderung, was Sie ebenfalls konkludent annehmen, wenn Sie die Sache annehmen und wissen oder zumindest hätten wissen müssen, dass es eine bessere Sache ist. Ganz toll, allgemeines Schuldrecht. Wenn Sie geprüft haben und die Sache mangelhaft ist, müssen Sie unverzüglich den Mangel rügen. Die Rüge muss so vollständig sein, dass der Verkäufer weiß, wo er ran ist. Sie müssen nicht sagen, was die Ursache des Mangels ist, und Sie müssen auch nicht sagen, was passiert, wenn er nichts tut. Sie müssen nur sagen, wo das Problem liegt. Um Ihnen dazu ein Beispiel zu geben. Wenn Sie Fisch gekauft haben und Sie sagen, der Fisch stinkt zum Himmel, ist jedem Fischverkäufer klar, wo das Problem liegt. Wenn Sie dagegen Möbel bestellt haben und sagen, diese Möbel sind Schund und nicht zu verkaufen, weiß keiner, wo das Problem liegt. Entweder sind die vielleicht nicht stylisch genug oder sie sind kein guter Verkäufer. Aber wo das Problem der Möbel liegt, wenn man sagt, die sind Schund, ist für den normalen Verkäufer nicht erkennbar. Also allein die Angabe Schund reicht nicht. Aber wenn der Fisch zum Himmel stinkt, kann man sich bildlich vorstellen, wo das Problem liegt. Die Rüge ist keine Willenserklärung. Sie sagen nämlich nicht, ich will was, sondern es ist eine reine Feststellung. Damit ist eine geschäftsähnliche Handlung. Die muss aber zugehen. Und 377 Absatz 4 sagt ähnlich wie bei 121,
dass es nicht auf den Zugang ankommt für den Zeitpunkt der Rechtzeitigkeit, sondern nur auf den Zeitpunkt der Abgabe. Das kennen Sie aber schon von der Anfechtung. Das Ganze ist deshalb wichtig, weil Sie dürfen eine einmal erfolgte Rüge nicht nachträglich noch mit Inhalt anfüttern. Kein Nachschieben von Gründen, so ähnlich wie im Verwaltungsrecht. Wenn Sie einmal gesagt haben, das ist der Grund, müssen Sie sich erstmal daran festhalten lassen. Das heißt, vollständig und richtig rügen. Die Rüge lässt sich auch nicht anfechten, weil es keine Willenserklärung ist. Das ist, wenn mir noch danach, nach meiner ersten Mängelanzeige, noch weitere Mängel auffallen? Dann kann man theoretisch wegen dieser Mängel erneut rügen, das ist aber eine separate Rüge. Und dann ist die Frage, ob die rechtzeitig ist. Denn wenn ich die Mängel vorher hätte erkennen können, hätte ich sie vorher schon rügen müssen. Also ich muss so früh wie möglich rügen. Das heißt, einfach hinterher nacherzählen reicht nicht. Wenn Sie nicht rügen, dann müssen Sie den Kaufpreis zahlen. Das heißt, wenn Sie 1000 Fernseher bestellt haben, der liefert Ihnen 300 und Sie sagen nicht, das sind nur 300, dann müssen Sie für 1000 bezahlen, obwohl Sie nur 300 bekommen haben. Wenn Sie Fisch bestellt haben und der ganze Fisch ist ranzig und gammelig und Sie haben sich nicht sofort gemeldet, haben Sie Pech gehabt und müssen den Fisch bezahlen, obwohl sie nur Gammelfisch haben. Das ist die Folge der Rügeobliegenheit. Ausgeschlossen ist nicht nur das kaufrechtliche Gewährungsrecht, sondern auch die Anfechtung wegen Eigenschaftsirrtum. Ach, ich dachte, der Fisch sei okay. Keine Chance, alles ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen ist nach herrschender Meinung ein Anspruch auf Schadensersatz wegen Verletzung einer Aufklärungspflicht. Wenn der Verkäufer Sie also absichtlich belogen hat und Ihnen Mängel, die er kannte, verschwiegen hat, dann kriegen Sie trotzdem Ihr Geld. Ebenfalls nicht ausgeschlossen sind Ansprüche aus Deliktsrecht. Das heißt, wenn Sie den gammeligen Fisch essen und daran Magenbeschwerden kriegen, ins Krankenhaus kommen und sterben, dann kriegen Ihre Erben Schadensersatz wegen 823.1, soweit der Verkäufer vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. Weil Deliktsrecht wird davon nicht beeinflusst. Letzte Aussage zur Rügeobliegenheit. Nach 379 HGB muss der Käufer die Ware trotz der Rüge erstmal aufbewahren. Das heißt, er muss den Fisch bei sich im Lager halten. Allerdings gilt hier ähnlich wie beim Annahmeverzug des Käufers die Möglichkeit, das Ganze zu verkaufen, wenn es zu verderben droht. Beim Gammelfisch ist das nicht das Problem, aber wenn Sie zum Beispiel Blumen haben, die die falsche Farbe haben, kann es sein, dass Sie die verkaufen müssen, um überhaupt noch was zu retten. Ebenso bei Gefahr im Verzug, wenn Sie also Schlangen gekauft haben und die sonst beißen würden, dann können Sie die Schlangen auch verkaufen, wenn der Verkäufer nicht rechtzeitig kommt, um die abzuholen. Hier steht, er kann. Ja. Er muss dann aber nicht. Nein. Er hat allerdings eine Schadensminderungspflicht. Das heißt, wenn er es nicht macht, dann hat er möglicherweise hinterher ein Problem. Ja. Das ist die Rügeobliegenheit. Damit aber nicht genug. Wir haben noch den Unternehmerregress vor uns. Sie erinnern sich, ich habe Ihnen gesagt, es gibt das Kaufrecht im BGB 433 bis 473, davon können Sie grundsätzlich abweichen. Sie können also sagen, wir wollen keine Gewährleistung, wenn Sie Ihrem Sitznachbarn was verkaufen. Sie wissen, die Ausnahme ist der Verbrauchsgüterkauf. Beim Verbrauchsgüterkauf sind nach 475 die Regeln des Kaufrechts zwingend. Und die zweite Ausnahme sind 478, 479, der Unternehmerregress. Das ist ein Kaufvertrag zwischen zwei Unternehmern. Das heißt, Unternehmer 1 verkauft an Unternehmer 2. Auch diese Regeln sind zwingend. Und das Schöne ist, die sind das Bindeglied zwischen dem Verbrauchsgüterkauf und dem Handelskauf, wie Sie hier sehen. Ja? Weil 478 Absatz 6 verweist auf 377 und damit sind Sie dann einmal durch den kompletten Kreis durch. Sie kommen also vom Verbrauchsgüterkauf auf den Unternehmerkauf, auf die Rügeobliegenheit, zurück zum Handelskauf. Warum gibt es diese komplizierte Regelung?
Das habe ich Ihnen hier aufgemalt. Das ist toll. Es gibt den Hersteller H. Der Hersteller H verkauft normalerweise nicht direkt an die Verbraucher, sondern er liefert die Sachen an Großhändler. Die heißen deshalb auch G. Die Großhändler wiederum vertreiben ihre Sachen an Einzelhändler. Die sind hier bezeichnet als V. Und da kaufen Sie dann beim Kiosk um die Ecke, ja, oder beim Buchladen nebenan. Das Problem ist jetzt folgendes. Ihr Kaufvertrag mit dem Buchladen nebenan oder mit dem Kiosk ist ein Verbrauchsgüterkauf. Alle anderen Kaufverträge in dieser Kette sind keine Verbrauchsgüterkaufverträge. Das sind sogar jeweils Handelskaufverträge. Einverstanden? Das hat das erste Problem, dass die Verjährung unterschiedlich beginnt. Wenn der Großhändler die Ware 2013 gekauft hat und Ihr Einzelhändler die Ware 2014 gekauft hat, laufen die Sachen auseinander. Denn Ihre Verjährung endet dann 2 Jahre ab dem 1.8.2015, das heißt im August 2017. Seine Verjährungsfrist endet allerdings schon im Mai 2016 und seine Verjährungsfrist ist sogar schon abgelaufen. Das heißt, der Großhändler hat keine Gewährungsansprüche mehr, weil die verjährt sind. Der Einzelhändler hat bis 2016 noch eine Chance. Aber Sie könnten bis 2017 vorgehen. Das heißt, wenn die Ware mangelhaft ist, würden Sie Ihr Geld bekommen. Alle anderen in der Kette hätten ein Problem. Das zweite Problem ist, dass die Fristen aufaddiert werden. Sie müssen dem Verkäufer eine Frist setzen zur Nacherfüllung. Sagen wir eine Woche. Daraufhin muss der aber bei seinem Verkäufer anrufen und dem wiederum eine Frist setzen für eine Woche. Denn er ist ja auch Käufer. Der müsste dann wiederum beim Hersteller rufen und auch wieder eine Frist für eine Woche setzen. Da die jetzt aber nicht alle am selben Tag machen, endet die Frist im Zweifel später. Das heißt, das Ganze kann nicht funktionieren. Drittens ist das Beweisproblem. Sie als Käufer sind geschützt nach 476. Die können nämlich sagen, die Sache hat jetzt Symptome gezeigt für einen Mangel und beweis mir mal, dass die Ursache dafür nicht schon bei Gefahrübergang vorlag. Das können Sie nach 476 als Käufer machen. Der V, Ihr Kiosk oder Ihr Buchladen, darf das gegenüber seinem Großhändler nicht, weil er ist ja kein Verbraucher. Er ist ja Kaufmann. Genauso wenig darf der Großhändler das gegenüber dem Hersteller. Das heißt, nach dem normalen BGB hätten wir da ein Beweisproblem. Sie würden die Reparatur kriegen und Ihr Einzelhändler hätte den Nachteil. Und last but not least, das haben Sie auch letztes Semester gemacht, es gibt im BGB kein Recht zur Selbstvornahme. Wenn Sie also zu Ihrem Verkäufer gehen und er setzt keine Frist, so wie ich eben gesagt habe, sondern repariert es direkt in seiner Werkstatt, dann kann der die Kosten der Werkstatt nicht bei seinem Lieferanten geltend machen und der Lieferant kann die wiederum nicht vom Hersteller abrechnen. Dieses Ergebnis ist also höchst unbefriedigend in der gesamten Kette. Die EU ist der Meinung, der Letztverkäufer, der kleine Kiosk nebenan oder der Buchladen sind zwar Unternehmer, aber die sind wirtschaftlich immer die Ärmsten, weil die müssen um ihre Kunden kämpfen und die haben den psychologischen Druck, weil der Kunde sozusagen sagt, hier reparier mal. Und da die meisten Produkte, die verkaufen, heute Massenprodukte sind, die stellen die ja nicht selber her, sondern die verkaufen einfach nur einen Markenartikel, haben die auch keine Chance zu erkennen, ob die Sache mangelhaft ist. Das heißt, sie müssen reparieren auf eigene Kosten, kriegen aber kein Geld mehr. Deshalb hat die EU gesagt, wenn der Letztverkäufer haftet, kann er sich an frühere Verkäufer, Hersteller und so weiter innerhalb seiner Kette wenden. Er kann also alle Ansprüche in der Kette geltend machen. Der deutsche Gesetzgeber hat diese Sache in 478 BGB geregelt und 478 BGB hat im Wesentlichen 6 Regelungen. Absatz 1 sagt Ihnen, Sie müssen keine Fristen setzen.
Absatz 1 sagt, derjenige, der beim Verbrauchsgüterkauf als letzter in der Kette steht, also der Vertragspartner des Verbrauchers, muss seinem Verkäufer keine Frist setzen. Er kann einfach so reparieren. Absatz 2 hat einen Anspruch auf Reparaturkosten. Das heißt, da haben Sie mal einen Anspruch auf Selbstvornahmekosten. Wenn der repariert, hat er gegen seinen Verkäufer einen eigenen Anspruch auf die Ersatz der Kosten, die er gehabt hat. Absatz 3 schließt das Problem mit der Beweislastumkehr. Der sagt nämlich, auch ein Unternehmer kann sich auf 476 berufen, wenn, und das ist das Entscheidende, er an einen Verbraucher verkauft hat, der seinerseits sich auf 476 beruft. Das heißt, diese Beweislastumkehr gilt in der gesamten Kette von unten rechts nach oben hoch. Absatz 4 sagt dasselbe wie 475. Man kann die Gewährleistung nicht ausschließen, wenn am Ende der Kette ein Verbrauchsgüterkauf erfolgt. Das heißt, auch hier ist der Einzelverkäufer genauso geschützt wie ein Verbraucher. Das ganze Kaufrecht wird auf einmal zwingend. Absatz 5 stellt sicher, dass diese Regelungen wieder gelten für den Großhändler. Die erinnern sich an unsere Kette. Auch der Großhändler kann dieselben Rechte geltend machen wie V. Das heißt, nur der Hersteller ist der Böse, der trägt die Kosten am Ende. Das wird die komplette Kette schrittweise hochgereicht. Und Absatz 6 ist ein wichtiger Hinweis für Sie in der Klausur. Der sagt nämlich, beachten Sie 377 HGB, also genau das, was wir gerade besprochen haben. Das heißt, es ist ein Merkposten, dass Sie es ja nicht vergessen. Sehen Sie so einfach das BGB, es erinnert Sie an alles. Um das jetzt mal zu sehen, habe ich Ihnen ein paar kurze Fälle mitgebracht. K kauft bei V eine Stereoanlage für 300 Euro. Am selben Tag rügt er, dass die Lautsprecher knistern. Daraufhin fährt ein Techniker von V zu K und überprüft die Anlage. Das kostet 80 Euro, die nicht etwa der Käufer bezahlt, sondern die der Lieferant auf eigene Rechnung nimmt. Nach Feinjustierung läuft die Anlage zunächst problemlos. Eine Woche später meldet sich K erneut bei V, es knistert wieder. Wieder schickt K einen Techniker, der diesmal Teile austauscht, kosten 110 Euro. Erneut läuft die Anlage zunächst fehlerfrei. Drei Tage später ruft K wieder an und sagt, es knistert wieder. Diesmal will er zurücktreten und wir erinnern uns, zwei Versuche hat er gehabt. Dritter Versuch ist Feierabend, also tritt er zurück und jetzt fragt sich V, welche Rechte er gegen den Großhändler G hat, von dem er die Anlage im August 2014 für 190 Euro gekauft hat. Und was sagen Sie dazu? Was könnte die Anspruchsgrundlage sein? Ja? Ja, zum Beispiel für das Geld, was er halt für den Techniker ausgegeben hat, ist die Anspruchsgrundlage 478 Absatz 2. Ja, in der Tat, 478 Absatz 2 könnte die Anspruchsgrundlage sein. Das setzt was voraus? Zwei Kaufverträge, ein Kaufvertrag zwischen K und V, den haben wir, und einen Kaufvertrag zwischen V und G, den haben wir auch. Der Kaufvertrag zwischen K und V muss ein Verbrauchsgüterkauf sein, das haben wir auch. Die Sache muss mangelhaft sein. Ist die Stereoanlage mangelhaft? Was sagen Sie dazu? Ist die mangelhaft? Ja, sie ist zumindest zum vertragsgemäßen Gebrauch nicht geeignet, nach 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1. Allerdings war sie auch bei Gefahrübergang nicht geeignet. Ja, wir wissen es nicht, aber nach 476 müsste V bzw. G beweisen, dass es bei Gefahrübergang anders war und davon gibt es keine Hinweise. Gut, dann brauchen wir Aufwendungen zur Nacherfüllung. Haben wir hier Aufwendungen zur Nacherfüllung? Aufwendungen zum Bestand des Vermögensopfers. Und hier war das Vermögensopfer das Bestand des Technikers. Mhm. Also
In der Tat, ein Techniker für 110 Euro und mal Überprüfung für 80 Euro macht 190 Euro. Das sind freiwillige Vermögensopfer, damit Aufwendungen. Frage, sind die auch erforderlich? Das sagen Sie jetzt ja, aber die haben ja nichts gebracht. Ja, aber trotzdem hat der Kunde darauf einen Anspruch. Ja, in der Tat, die mussten erbracht werden. Sie stehen auch nicht völlig außer Verhältnis zum Wert der Ware. Wenn also zum Beispiel jetzt hier die Reparatur 10.000 Euro gekostet hätte, würde man sagen, das muss nicht mehr sein, das wäre nicht erforderlich. Dann kann man nämlich die Nacherfüllung verweigern. Aber ein Recht, die Nacherfüllung hier zu verweigern, gab es nicht. Also, wenn man die Nacherfüllung nicht verweigern kann, ist es erforderlich. Also kriegt er hier die 190 Euro ersetzt. Das war einfach, sagen Sie. Ja, gucken wir uns das mal an. V erwirbt bei Großhändler G 20 vom Hersteller H hergestellte Notebooks zum Weiterverkauf. Eine Woche später beginnt der Hersteller eine Werbekampagne, in welcher er erklärt, die Notebooks seien die leichtesten ihrer Leistungsklasse. Aufgrund dieser Werbung kauft sich Student K einen Laptop bei V für 500 Euro. Bald darauf stellt sich heraus, die Werbeaussage war schlicht gelogen. Es gibt zahlreiche leichtere Laptops. Daraufhin tritt K vom Kaufvertrag zurück. Welche Rechte hat V gegenüber G und oder H? Ja, er könnte ein Recht nach 437 auf Rücktritt haben. Mhm. Dafür müsste er eine Frist setzen. Diese Fristsetzung könnte nach 478 Absatz 1 entbehrlich sein. Ja, prüfen wir mal vorher. Was brauchen Sie denn vorher? Bevor Sie einen Mangel, ja? Haben wir hier einen Mangel? Wenn es nicht der Werbung entspricht, ist es auch ein Mangel, meine ich, ne? Achten Sie auf die Chronologie dieses Falles. Warum spielt die Chronologie dieses Falles eine Rolle bei der ganzen Sache? Weil er ja erst eine Woche später nach dem Kauf der Kampagne beginnt und der Sachmann ist ja bei Gefahrübergang vorliegen. Und wenn die Werbekampagne natürlich eine Woche später erst anfängt, dann kann ich mich nicht eine Woche später darauf berufen, weil dann habe ich keine Sachmann dabei gefahren. Ja, in der Tat, die Werbekampagne konnte keinen Einfluss haben auf den Kaufentschluss des V. Das heißt, der V kann nicht sagen, das war für mich entscheidend. Ja? Ja, aber der K kann das ja sagen. Der K kann das sagen. Ja, der K kann das sagen. Aber was nützen wir das, was K sagen kann? Prüfen wir gerade Ansprüche von K? Ja, die aber. Es macht doch ein komisches Gefühl, weil wir sagen, wir wollen den letzten Verkäufer schützen. Ja. Und hier schützen wir ihn ja eben nicht. Ja. Aber das wäre eigentlich nicht so tragisch, weil wenn er ja schon so blöd ist, dass er sagt, die leichtesten ihrer Leistungsklasse und wenn er es aber wirklich weiß, dass das nicht die leichtesten sind, dann ist er selbst schuld, dass er das sagt. Wer sagt das? Der V. Der V sagt das nicht. Achso, der Hersteller. Ja, da liegt ja das Problem. Der V kauft die Notebooks zu einer Zeit, wo es nicht heißt, die leichtesten ihrer Klasse. Danach kommt die Werbekampagne. Und dann kauft K bei V das Notebook aufgrund der Werbekampagne, mit der V aber nichts zu tun hat. Dann tritt K zurück. Er darf zurücktreten, weil es halt gelogen war. Es ist ein Sachmangel und der ist auch erheblich. Gewicht ist bei Notebooks eine relevante Kategorie. Also darf K zurücktreten und damit hat V das Notebook wieder. Jetzt sagt V natürlich, ich möchte dieses Notebook nicht unbedingt behalten. Frage, darf V das Notebook an G, den Großhändler, und oder an, an H, den Hersteller, zurückgeben? Ja, nach 478 Absatz 1 geht es ja um den vom Verbraucher geltend gemachten Mangel, oder? Und das ist ja genau der Mangel, das ist nicht der Werbung entspricht, oder? Ja. Und das? Dafür brauche ich dann keine Frist, wenn ich deswegen zurücktreten will, wegen des gleichen Mangels. Auch ja, ja gar nicht. Dafür brauche ich keine Frist. Aber die Frage ist, K
kann ich diesen Mangel geltend machen? Ist es ein Mangel meines Kaufvertrages? 478 Absatz 1 geht ja ersichtlich davon aus, dass dieser Mangel einfach die Kette lang weitergereicht wird. Das ist der Motto, der Mangel liegt schon vor beim Hersteller, dann liegt er immer noch vor beim Großhändler, liegt immer noch vor beim Verkäufer und dann landet er beim Käufer. Das ist hier aber nicht der Fall. Hier ist der Mangel erst entstanden beim Verkäufer. Der Mangel lag nicht vor beim Großhändler. Und jeder Rückgriff nach 478 würde erfolgen über die Kette. Das heißt, der V müsste sich an G wenden und G sagt, Moment mal, ich wusste da auch nichts von. Als ich das verkauft habe, gab es diese Werbung gar nicht. Woher sollte ich wissen, dass eine Werbekampagne startet? Nach Abschluss des Kaufvertrages. Also die Frage ist sozusagen, was hat denn G damit zu tun, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ja? Ja, aber G könnte es ja auch wieder hochgeben, wenn wir das so zulassen würden. Und dann hätte es H und H hat ja was damit zu tun. Das können wir machen, es gibt nur einen Haken. Was denn, wenn H pleite ist? Irgendwo bleibt es ja immer hängen. Sozusagen, wer ist denn derjenige, der sozusagen schuld ist, dass diese Notebooks da sind? Und da können wir sagen, V hat diese Notebooks nicht gekauft aufgrund der Werbung. Er ist also sozusagen selber schuld, weil er sich diese Notebooks in 20 Stücke beschafft hat. Wenn ich mir 20 Notebooks kaufe, dann habe ich 20 Notebooks. Und was ich damit mache, ist meine Sache. Aber in der Tat, Sie haben auf einen richtigen Punkt hingewiesen, das ist ja irgendwie eine Schweinerei, was hier der Hersteller gemacht hat. Kriegen wir den möglicherweise auf anderem Wege in eine Haftung? Könnte das Drittschadensliquidation sein? Drittschadensliquidation. Wir wollen ja einen Schadensersatz gegen K haben. Mhm. Dafür bräuchten wir aber ein Vertragsverhältnis, was ja nur zwischen G und H besteht. Mhm. Und G hat aber keinen Schaden, um aus dem Vertragsverhältnis zu liquidieren. Dann könnten wir nach Drittschadensliquidation den Schaden von V dem G, sagen wir mal, zusprechen. Nee, dass wir dadurch auf jeden Fall Schadensersatz zum V bekommen. Wir müssten dem G den Schaden des V zusprechen, das haben Sie völlig richtig erkannt. Die Drittschadensliquidation würde zur Folge haben, dass der G den Schaden des V geltend machen kann. Das scheint mir aber auch ein bisschen sägekünstelt, um das Ziel zu erreichen. Abgesehen davon, die Drittschadensliquidation knüpft grundsätzlich immer an die Verletzung von Leistungspflichten an. Das heißt, wir müssen eine Leistungspflicht haben, die verletzt worden ist. Und die sehe ich jetzt hier eher nicht. Ja, es gibt erstmal natürlich das Deliktsrecht. Es könnte 823.2 in Verbindung mit 263.1 StGB sein, Betrug. Es könnte sein 826, vorsätzliche sittenwidrige Schädigung. Es könnte auch, ja, das war es auch so ziemlich, 823.2 in Verbindung mit 16 UWG sein, irreführende Werbung, sofern diese Regelungen halt gerade die Einzelhändler schützen. Sie können aber auch darüber nachdenken, ob hier möglicherweise Verletzung einer drittgerichteten Rücksichtnahmepflicht vorliegt, wenn Sie nämlich sagen, der Vertrag des Großhändlers ist ein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten der Einzelhändler und damit hat der Einzelhändler einen Anspruch gegen den Hersteller, wenn der Rücksichtnahmepflichten verletzt, indem er das Produkt schlechter verkaufbar macht, als es ursprünglich war, indem er zum Beispiel irreführende Werbung macht. Und es ist ja gerade üblich, dass die Werbung des Herstellers sich nicht an die Großhändler richtet, sondern an die Endkunden und damit auch automatisch die Einzelhändler beeinflusst. Das heißt, das kann man durchaus so sehen. 478 hilft uns für diesen Fall aber nichts, weil es keinen Mangel gibt in der Kette. Der K hat einen Mangel, der V hat keinen Mangel. Dann, vorletzter Fall, Hersteller H garantiert, dass die von ihm hergestellten Produkte 10 Jahre lang problemlos funktionieren. Diese Aussagen macht er auch in der Fernsehwerbung. K hat im März 2014 bei V einen von H hergestellten Rasierer gekauft. Nach 18 Monaten funktioniert dieser jedoch nicht mehr. Es ist unstreitig, dass der Rasierer bei Übergabe problemlos funktionierte. V gibt K einen neuen, original verpackten Rasierer. Er begeht nun Ersatz der hierbei entstandenen Kosten vom Hersteller H
und vom Großhändler G. Wie ist die Rechtslage? Was könnte die Anspruchsgrundlage sein? Was meinen Sie denn? Worüber rede ich denn hier die ganze Zeit? Ja? Welcher Absatz? Absatz 2, ja, der Aufwendungsersatzanspruch. Der geht natürlich nicht gegen den Hersteller, weil die Sache nicht direkt vom Hersteller bekommen hat, sondern von seinem Großhändler. Aber er könnte einen Anspruch gegen den Großhändler haben. Was setzt das voraus? Ja? Ja, das ist da. In der Tat, wir brauchen zwei Kaufverträge. Einen zwischen V und K und einen zwischen dem Großhändler G und V. Der Vertrag zwischen V und K muss auch ein Verbrauchsgüterkauf sein, haben wir auch keine Probleme. Die Sache müsste bei Gefahrübergang mangelhaft gewesen sein. War der Rasierer bei Gefahrübergang mangelhaft? Das sagen Sie jetzt so. Das sagen Sie jetzt so. Achten Sie genau darauf, was die Beschaffenheit sein sollte. Ja, die Beschaffenheit ist ja, dass es 10 Jahre problemlos funktionieren wird. Aha. Und die ist ja eben nicht erreicht, weil er ja nach 18 Monaten nicht mehr funktioniert. Das wäre wirklich unter 10 Jahre. Sehr gut. Also in der Tat, er hatte bei Gefahrübergang vielleicht den konkreten Mangel nicht, aber er hat nicht die vereinbarte Beschaffenheit, dass er 10 Jahre lang hält. Das heißt, wir haben hier möglicherweise ein Problem. Ja? Nach 434 Absatz 1, Satz 2, gehören die Eigenschaften, die man erwarten darf, durch Werbung, zu den zusätzlichen Eigenschaften und stehen deswegen einmal im Bereich. Ja. Das heißt, weil der nicht den angehalten hat, weil er was wieder Mangel hat. In der Tat, nach 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit Satz 3 gehören zur üblichen Verwendung auch die Sachen, die sich aus den Äußerungen des Herstellers in der Werbung ergeben, und das hat er hier nicht. Wenn das so wäre, was hätte das für ein praktisches Problem zur Folge im Hinblick auf die Gewährleistungsrechte? Mit diesen 10 Jahren. Ja, das Gewährleistungsrechte ja schon nach 2 Jahren. Ja. Nach 2 Jahren sind die Gewährleistungsrechte ausgeschlossen nach 438. Wenn aber das Ganze 10 Jahre halten soll, wie soll das dann bitte schön funktionieren? Wenn es nach 3 Jahren kaputt geht, habe ich ja eh keine Rechte mehr. Welche Regelung im BGB beschäftigt sich denn mit solchen Zusagen? 443. Es geht hier um Garantien, eine sogenannte Haltbarkeitsgarantie. Die Haltbarkeitsgarantie besteht aber unabhängig von der Gewährleistung. Das hat also nichts damit zu tun. Die Haltbarkeitsgarantie hat nur die Folgen, die man vereinbart hat. Das heißt, man muss dann sozusagen Ersatz liefern oder Ähnliches, je nachdem, was man vereinbart hat. Das steht aber unabhängig neben der Gewährleistung.
Was hat das jetzt für Auswirkungen auf unseren 478? Ist es. Der V hat keinerlei Ansprüche gegen Großhändler G, weil die Sache hatte ja im Zeitpunktsgefahrbereich die Beschaffenheit und die Haltbarkeit ist gerade nicht die Beschaffenheit. Die Haltbarkeit ist die selbstständige Garantie nach 443. Das gehört nicht zur Beschaffenheit. Ja gut, und jetzt hat er Pech gehabt, hätte er mal lieber nicht den Rasierer rausgegeben. Kann dieses Ergebnis stimmen? Ja, wer hätte denn diesen Anspruch eigentlich? Naja, der Käufer. Er ist ja Käufer des Produkts. Ja, aber er ist nicht der Endkäufer. Er ist ja nicht der Verwender, in Anführungszeichen. Die Garantie richtet sich ja nicht an die Zwischenhändler, sondern die Garantie richtet sich eigentlich an den Endkunden. Das haben Garantien so an sich. Die Frist soll ja auch im Zweifel erst beginnen, wenn der Endkunde die Sachen empfangen. Wenn die 10 Jahre im Regal liegt, dann soll der halt danach nochmal 10 weitere Jahre haben. Das heißt, eigentlich hätte sich der K nicht an V wenden müssen, sondern hätte sich an den Hersteller H wenden müssen. Hatte aber nicht, er ist zu seinem Verkäufer gegangen. Und der Verkäufer war nett und hat ihm einen Ersatz geliefert. Und jetzt? Der arme G, der G sagt, er weiß von gar nichts. Der G ist doch arm dran. Der Hersteller ist der Böse, der macht eine Werbung und sagt, das hält 10 Jahre und es hält noch nicht mal 2. Nach 18 Monaten ist es Schrott. Der Hersteller ist der Böse und der Käufer ist der Ärmste, der K hat sozusagen gar nichts und der V ist nett und gibt ihm einen Rasierer. Der V ist sozusagen ein großzügiger, spendabler Mensch. Das wäre schön, aber wie gesagt, die Garantie wird im Zweifel nicht zugunsten des V, also des Händlers, gelten. Und die Garantie gilt immer nur für die Endkunden. Man will ja sozusagen nicht garantieren für jeden in der Kette, sondern man will nur garantieren sozusagen, dass derjenige, der es benutzt, Ansprüche hat. Man will ja eine gute Kundenbindung zum Endkunden aufbauen. Die Antwort lautet, auch hier hilft uns 478 nicht weiter, weil 478 nur für Sachmängel gilt, nicht für Garantien. Das heißt, wir können uns nicht an G halten. Wir können uns aber an H halten, nämlich dann, wenn wir hier sagen, er hat entweder ein fremdes Geschäft geführt nach GOA-Regeln, weil er hat ihm was Gutes getan, ohne Rechtsgrund, dann muss er dafür auch Ersatz kriegen, oder notfalls Bereicherungsausgleich nach 812 über 684. Und, ach, das sind also viele Fälle, und zum Abschluss noch dieser tolle Fall. Der Bastler V baut maßgeschneiderte Computer. Die Einzelteile erwirbt er beim Großhändler G. Nach den AGB von G ist aber jede Gewährleistung ausgeschlossen. Der computerspielesüchtige K lässt sich von V einen Hightech-PC für 5000 Euro für sein Hobby zusammenbauen. Nach 2 Wochen meldet sich K bei V, die von V verbaute Grafikkarte überhitzt und hat dadurch andere Komponenten des PC beschädigt. Reparatur und Austausch der unstreitig von Anfang an defekten Grafikkarte kostet insgesamt 500 Euro. Kann V Ersatz dieser 500 Euro von G verlangen? Was ist der Unterschied zu den anderen Fällen? Ja, spielt dieser Ausschluss eine praktische Rolle erstmal? Ja, vielleicht, möglicherweise. Prüfen wir mal systematisch durch, was könnte die Anspruchsgrundlage sein? 478 Absatz 2 setzt voraus 2 Kaufverträge. Haben wir hier 2 Kaufverträge?
ganz sauber prüfen, haben wir wirklich zwei Kaufverträge. Ja, ist genau umgekehrt. Ja, das zwischen K und V ist ja eigentlich eher ein Werklieferungsvertrag. Zwischen K und V ist ein Werklieferungsvertrag, eine neu hergestellte Sache. Er lässt sich etwas zusammenbauen und das ist 651. Und 651 ist gerade kein Kaufvertrag, auf den finden nur kaufrechtliche Regeln Anwendung. Das ist aber erstmal kein Problem, da findet ja Kaufrecht Anwendung. Aber Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, der verkauft die Sache ja nicht einfach weiter, unverändert, sondern der hat hier die Sache verarbeitet, der hat sich einen Computer eingebaut. Frage, wenn ich nur Einzelteile habe und die zusammenbaue, habe ich dann auch diese Ansprüche aus 478? Also einfach, ich habe jetzt keine Ahnung, von der Idee her kann es ja sein, dass ich dabei irgendwas falsch mache, irgendwas kaputt mache und ja, das kann ich dann eigentlich nicht dem Hersteller anlasten. Das kann sein, das ist eine Beweislastfrage. Und da stellen wir, die war auch schon damals kaputt. ...950 bewirkt nur, dass er Eigentümer wird. Das ändert aber erstmal nichts an dem Schuldrechtlichen. Also es ist rein sachenrechtlich, es hat aber keinen Ausschluss der schuldrechtlichen Gewährleistungsansprüche zur Folge. Das heißt, 950 bewirkt einfach nur, dass er Eigentümer wird. Das würde erstmal nicht hindern, dass er dafür Geld kriegt. Überlegen Sie mal, es wären 5 Teile kaputt gewesen. Wie wäre es denn dann? 5 Teile sind kaputt, der ganze Computer geht in Flammen auf. Wer zahlt denn dann die Kosten? Ja, also der typische Fall ist, es kann ja sein, dass mehrere Sachen zusammenwirken, die sich gegenseitig irgendwie beeinflussen. Es können auch Sachen sein, die parallel kaputt gegangen sind. Beim Schadensersatzrecht haben wir da nie ein Problem. Im Schadensersatzrecht haben wir nach 840 immer eine Gesamtschuld. Dann kann man jeden verklagen, die sollen sich untereinander irgendwie einigen. Für 478 gibt es diese Regelung nicht. Und die herrschende Meinung folgert daraus, nur wenn ich die Sache unverändert weiterverkaufe, habe ich hier meine entsprechenden Rechte. Das heißt, 478 findet keine Anwendung, wenn es um verarbeitete Einzelteile geht, sondern nur, wenn die Sache als solche weitergegeben wird. Für die verarbeitete, für das Endprodukt gilt das nicht, weil das Ganze sonst zu weit gehen würde. 479 BGB, nur ganz kurz einen Blick drauf. 479 BGB ergänzt 438. Er sagt nämlich, die Verjährung des Anspruchs aus 478 Absatz 2 richtet sich nach Absatz 1 genauso wie die Ansprüche aus 438. Das heißt, es läuft genau parallel. Ob ich Schadensersatz, Rücktritt oder Ersatzreparaturkosten haben will, läuft gleich. Spannender ist Absatz 2. Absatz 2 stellt nämlich sicher, dass die Verjährung so lange verlängert wird, dass ich auch die Ansprüche an den Endkunden befriedigen kann. Und Absatz 3 stellt wieder sicher, dass das auch in der gesamten Kette gilt. Warum mache ich das jetzt mit Ihnen? Ganz einfach, wegen 478 Absatz 6. Der sagt nämlich, 377 macht Ihnen diesen ganzen Rückgriff kaputt. Derjenige, der den Mangel hätte entdecken müssen, hat keinerlei Rückgriffsmöglichkeit mehr. Wenn also die Sache für den Einzelhändler erkennbar war, hat er keine Chance, sich an seinen Lieferanten zu halten. Und jeder in der Kette muss prüfen, sobald er die Ware bekommen hat. Wenn er es nicht macht, verliert er alle Rechte, sich an seinen Lieferanten zu halten. Dann bleibt er auf den Kosten sitzen. Wenn Sie also 10 Leute haben in einer Kette, das fängt irgendwo in China an und geht dann bis irgendwie zu Ihrem Supermarkt um die Ecke, dann kann jeder sich an seinen Lieferanten halten, bis irgendjemand nicht geprüft hat. Wenn irgendjemand schlampig gearbeitet hat, ist derjenige, der auf den Kosten sitzen bleibt. Und das bringt uns zum letzten Problem. Es gibt nämlich in der Praxis die Variante, Sie gehen zum Verkäufer und der Verkäufer sagt, die Ware wird Ihnen nach Hause geliefert. Und zwar nicht von mir, sondern vom Hersteller direkt. Das heißt, Sie lassen sich einen Computer
Wir bestellen einen Computer, indem Sie bei Mediamarkt hingehen und sagen, ich hätte gerne ein, weiß ich nicht, Medion 3699. Und daraufhin sagen die, haben wir gerade nicht auf Lager, aber die Medion GmbH schickt Ihnen das an Ihre Privatanschrift. Dann kriegen Sie ein Paket von Medion. Das ist nie durch die Hände von Saturn gegangen. Aber wenn es kaputt ist, müssen Sie nach Saturn gehen, weil Saturn Ihr Verkäufer ist. Und das bringt uns dann zum Problem. Sie als Endkunde müssen nichts prüfen und nichts rügen, weil Sie Verbraucher sind. Sie haben also theoretisch ein Jahr, 11 Monate und 30 Tage Zeit, den Mangel zu rügen. Weil dann läuft die Verjährung halt ab nach 2 Jahren. Ja? Also Sie haben 11 Monate, ein Jahr und 30 Tage Zeit. Wenn Sie die nutzen, können Sie rügen, wann auch immer Sie wollen. Mediamarkt hätte eigentlich die Ware prüfen müssen, weil Mediamarkt Kaufmann ist. Das heißt, nach 377 hätten die gucken müssen. Aber die Ware ist nie durch die Hände von Mediamarkt gegangen, damit konnten sie gar nicht prüfen. Sie haben sie also handlungsunfähig gemacht, indem sie gesagt haben, schickt bitte direkt an den Endkunden. Und das bringt uns dann auf das Problem, greift dann 377, wenn Mediamarkt den Mangel entdeckt hätte, Sie als Kunde ihn nicht entdeckt haben, aber dadurch die Frist versäumt worden ist. Was meinen Sie dazu? Die Durchlieferung. Lieferung direkt vom Hersteller an den Endkunden, sodass diese hier auf der Kette alle ausgeschaltet sind. Und nochmal, Sie haben keine Rügeobliegenheit. Sie können die Verjährung komplett ausschöpfen. Ja, und der Einzelhändler hat die erste Rügeobliegenheit, wenn es bei ihm abgeliefert wurde. Also hat der auch keine Rügeobliegenheit. Ja, aber was ist der Vorwurf an Ihnen? Was kann man dem Einzelhändler vorwerfen? Er hat ja sozusagen seine eigene Prüfungspflicht dadurch kaputt gemacht, dass er durchgeliefert hat. Frage, kann das zu seinen Gunsten wirken, wenn er sozusagen seine Rügeobliegenheit bewusst verhindert, also eine Art Zugangsvereitelung, indem er sagt, schick mal an den, damit ich es nicht sehen muss. Frage, kann man das machen? Ja? Ja, in der Tat, das ist die eine Meinung. Die eine Meinung sagt, wenn er das durchliefern lässt, ist das genauso, als hätte das Original verpackt, einfach blind dem Kunden übergeben, ohne es nachzugucken. Was sagt die andere Ansicht wohl? Man könnte auch sagen, wenn er die Pflicht hat, sofort zu kontrollieren, sobald er die Möglichkeit dazu hat, und wenn er das dann erst nach einem Jahr oder fast 2 Jahren bekommt, dass er das dann... Ja, in der Tat, er hat sobald er die Möglichkeit hat, muss er das kontrollieren, aber warum, kann man sagen, ist der Hersteller hier möglicherweise nicht so... gut drauf. Ja, weil der Hersteller ja selber freiwillig durchgeliefert hat und damit ja dem euch zugestimmt hat, dass der andere seine Rügeobliegenheit. In dem Moment, wo der Hersteller an eine andere Person liefert als an den Einzelhändler, kann er nicht mehr darauf vertrauen, dass der Einzelhändler prüft. Das heißt, wenn er sich darauf einlässt, an Privatkunden zu liefern, muss ihm klar sein, dass keine Rüge mehr erfolgen wird. Also die Frage ist sozusagen, die Sie stellen müssen, wer ist der Böse, in Anführungszeichen? Will der sich seiner Rügeobliegenheit entziehen? Oder beruft der sich auf einen Formalismus, den er gar nicht erwarten darf? Und das kann man so oder so entscheiden, je nachdem, wen Sie als Böser ansehen. Also einerseits kann man sagen, er hat sich darauf eingelassen, wenn da steht, an Klaus Müller, dann weiß er, das ist kein Kaufmann, und dann kann er von keiner Rüge mehr ausgehen. Andererseits kann man auch sagen, der entzieht sich seiner eigenen Obliegenheiten, indem er die Sache an jemand anderen liefern lässt. Und das ist ja genauso, als hätten sie ihren Briefkasten zugeklebt. Und je nachdem, wie sie es wollen, können sie es so oder so entscheiden. Die herrschende Meinung sagt, der Hersteller, der sich freiwillig darauf einlässt, an Endkunden zu liefern, ist nicht mehr schutzbedürftig. So. Dann haben wir jetzt noch 5 Minuten, die wir sinnvoll nutzen werden für das
Sachenrecht. Wir befinden uns immer noch im Pflichtfachstoff. Wir machen nämlich allgemeine Vorschriften über Handelsgeschäfte. Und wir machen noch Sachenrecht. Sie erinnern sich, im Sachenrecht haben Sie gelernt, was Verfügungen sind. Verfügungen sind nämlich alle Rechtsgeschäfte, durch welche bestehenden Rechtsgeschäft mit unmittelbarer Wirkung übertragen, inhaltlich verändert, aufgehoben oder belastet werden. Abgrenzung sind Verpflichtungen. Das haben wir die letzten zwei Semester gemacht. Und Sie haben auch gelernt, Sie können verfügen über bewegliche Sachen. Sie können zum Beispiel Leuten Ihren Schlüssel an den Kopf werfen. Sie können verfügen über Grundstücke. Dafür brauchen Sie einen Notar. Und Sie können verfügen über Rechte, nämlich durch die Abtretung, die wir letztes Semester gemacht haben. Ja, erinnern Sie sich dran? Und das HGB hat eine besondere Regelung für den gutgläubigen Erwerb in 366. Sie kennen das, Sie haben einen Besitzer und Sie haben einen Eigentümer. Und der Besitzer erklärt, ich übereigne dir die Sache, die mir gar nicht gehört. Und der gutgläubige Erwerber wird dann nach 932 Eigentümer. 932 sagt nämlich, wenn nach 929 eine Sache übertragen wird, die dem Veräußerer nicht gehört, so erwirbt man trotzdem Eigentum, wenn man in gutem Glauben ist. Erinnern Sie sich daran? Haben Sie jetzt vor zwei Wochen gemacht? Na, ein bisschen länger her. Haben Sie gemacht? Ich weiß es ganz sicher. Ich habe mit Herrn Brinkmann gesprochen. Der hat gesagt, die kennen das. Ja, wenn nicht, da haben Sie Pech gehabt. Da gibt es ein tolles Prüfungsschema. Sie brauchen eine Einigung, eine Übergabe, ein Einigsein, kein Eigentum, Besitzverschaffungsmacht, Gutgläubigkeit und kein Abhandenkommen. Ganz tolles Prüfungsschema. Wenn Sie es nicht wissen, können Sie auch vergessen. Das ist ein tolles Schema. Die HGB-Regelung sagt, eine einzige Aussage, es genügt auch, wenn sich der gute Glaube auf die Befugnis des Veräußerers über die Sache für den Eigentum zu verfügen beschränkt. Nochmal, damit Sie das BGB sehen, hier steht fehlende Berechtigung aufgrund fehlenden Eigentums. Hier steht Befugnis über die Sache für den Eigentümer zu verfügen. Damit ändert sich unser Prüfungsschema. Sie sehen, die wesentliche Änderung ist nämlich, jetzt staunen Sie, wo die Änderung liegt, die wesentliche Änderung ist nämlich hier, ja, an Verfügungsbefugnis. Sehen Sie das mit einem schrägen Strich? Habe ich wahnsinnig gut drauf gemalt. Da ist die Änderung. Das ist die einzige Änderung. Jetzt fragen Sie sich, wie sieht so ein Fall aus? Ein Fall sieht so aus. Wieder weg. Ja. V hat Kaufmann K. einen gebrauchten Ferrari für 25.000 Euro verkauft und K. das Fahrzeug einschließlich Kraftfahrzeugbrief übergeben. Das Eigentum behält er sich bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung vor. K. sollte vor Zahlung nicht zur Weiterveräußerung des Pkw ermächtigt sein. Ja, soweit klar? K. stellt den Ferrari mit allen anderen Sportwagen, die er kommissionsweise übernommen hat, in seinen Verkaufsraum. Dort sieht B. das Fahrzeug. K. und B. einigen sich über den Verkauf. Und jetzt wird der Pkw übergeben. Und es erfolgt die Eintragung, die Einigung über den Eigentumsübergang. K wird insolvent. V verlangt von B Herausgabe des Ferrari. Er meint, B habe grob falsch gehandelt, hat V gegen B einen Anspruch auf Herausgabe des Pkw, des Ferrari, aus 985 BGB. Und das prüfen wir ganz einfach. Was brauchen wir zuerst für 985? Ach, Eigentum ist nicht so schwer. Was ist das Einfachste, was wir prüfen? Besitz. Fangen Sie immer mit dem Besitz an. Was können Sie in einem Satz abhandeln? Wer ist hier Besitzer? B. Das heißt auch B wie Besitzer. So. Also den Besitz immer am Anfang bei 985. Was können Sie in einem Satz abhandeln? Jetzt kommt der schwierige Teil, nämlich das Eigentum. Ja, am Anfang hatte V Eigentum. Ja. Der könnte es aber an K verloren haben. Die war aber mit einer Bedingung.
versehen, damit hat er sich nicht verloren. Dann könnte er an B verloren haben über die Verfügung des K. K ist allerdings nicht verfügungsberechtigt, aber B könnte ungleich erworben haben. Der gute Glaube bezieht sich grundsätzlich auf das Eigentum. B war nicht gutgläubig im Hinblick auf das Eigentum, da er ja den Fahrzeugschein gesehen hat und damit klar war, dass K nicht der Eigentümer sein konnte. Mhm. Er war aber durchaus gutgläubig auf die Verfügungsmacht, die nach 366 HGB ausreicht, dieser gute Glaube. Ja, in der Tat, der wesentliche Punkt ist hier, der auf dem Kfz-Brief steht nicht der V, auf dem Kfz, nicht der K, sondern steht der V noch drauf. Warum? Weil er noch nicht neu umgeschrieben worden ist. Das heißt, der B weiß, er erwirbt das Eigentum nicht vom Eigentümer des Ferrari. Damit ist er bösgläubig. Und wer bösgläubig ist, kann nicht gutgläubig Eigentum erwerben. Aber 366 sagt, es reicht, wenn ich weiß, dass dieser Mann üblicherweise fremde Autos verkaufen darf. Und wir wissen, ein Gebrauchtwagenhändler darf fremde Autos verkaufen. Weil ich das weiß, bin ich in diesem guten Glauben geschützt. Ja? Also nochmal, wenn ich zu einem Gebrauchtwagenhändler gehe, gehe ich davon aus, dass er nicht Eigentümer der gebrauchten Pkw ist, die er verkauft. Ich bin aber trotzdem geschützt, weil ich davon ausgehe, dass dieser Mensch mit dem Willen des Eigentümers das Auto verkauft und deshalb darf ich darüber verfügen. So, damit haben wir 366 Absatz 1 behandelt und wir sehen uns nächste Woche wieder, wo wir dann sprechen werden über Mergers und Acquisitions und groß einsteigen werden ins Business und dann Weihnachten feiern. Vielen Dank.